Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Take Me Out Reaction hier auf diesem Kanal. Heute zu einer ganz besonderen Folge, sage ich irgendwie jedes Mal. Aber die Folge heute, glaube ich, wird auf jeden Fall ein bisschen anders auch als die letzten Folgen. Ich weiß es natürlich noch nicht, aber wir haben heute hier eine Kandidatin, die auf ihren Chef trifft. War in meiner Vorstellung erstmal sehr unangenehm. Deswegen dachte ich mir, die Folge wäre eigentlich perfekt für ein Video. Wurde mir übrigens von euch zugeschickt. Also falls ihr weitere Folgen habt, die ich mir auch anschauen soll oder weitere Kandidaten besser gesagt, dann schickt mir die gerne zu, dann mache ich das eventuell, wenn das wirklich interessant ist. Warum nicht? Ich habe Bock auf mehr Take Me Out. Und ihr könnt natürlich auch gerne noch die letzten Videos dazu anschauen, die online kamen. Ja, wir hatten, Till hatten wir gehabt, Vanessa hatten wir gehabt, Shindy hatten wir auch gehabt, auch abchecken. Auf jeden Fall alles sehr lustig. Und ansonsten natürlich die ganzen Folgen von Take Me Out, die gibt es bei RTL Plus. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß mit dem Video und damit let's go. Okay. Ey, das ist ja natürlich direkt aufgefallen, dass sie den schon kennt. Ich muss auch sagen, wenn man nicht wüsste, dass er ein Chef ist, dann könnte man auch irgendwie drauf kommen. Ne? Er ist schon, nenne ich, overdressed mit seinem Anzug, aber er sieht halt einfach aus wie ein Chef. Die Musik. Ja, eigentlich, ne, könnte damit das Date auch schon sicher sein. Wissen wir nicht. Das wäre natürlich lustig, aber ich glaube, er kam an sich ganz gut an, tatsächlich. Hat er mitgebracht? Stell dich vor. Ich bin der Frank, komme aus der Nähe von Köln, aus Lohmar. Das finde ich gut. Lohmar. Das fand ich toll. Sehr dynamischer Auftritt. Nach links gelaufen, nach rechts gelaufen. Da bist du ein bisschen ins Stocken geraten. Das fand ich interessant. Da kommen wir noch zu. Das ist jetzt die Vorstellungsrunde. Ich war der erste Eindruck. Zählt. Ist er euer Mann? Lasst die Lampe an. Drückt ihr aus. Seid ihr raus. Okay, eine Lampe interessiert uns natürlich besonders. Okay. Und die ist noch an, so wie ich das sehe. Hi. Das ist okay. Ah, super. Das ist richtig toll. Lea. Lea, du hast gedrückt. Warum denn? Was ist los? Kein Bart. Nein, nein. Ja, ja, und? Der ist doch richtig Daddy Material. Daddy Material? Das ist Daddy Material. Ja. Das klingt halt eigentlich eher positiv und nicht nach, ich drück die Lampe aus. Ist ja geil. Du bist Daddy Material. Das hört sich irgendwie pervers an. Ich weiß auch. Bisschen. So hatte ich das nämlich auch interpretiert. Was? Bisschen, ne? So hat sich nicht gemeint, aber es ist irgendwie seltsam. Du hast es ja selber gemerkt. Er hat da irgendwo hingeschaut und er hat mich nicht ein einziges Mal angeschaut. Ja, das. Dafür gibt es aber eine Erklärung. Das war ein Fehler zu drücken. Du wirst dich ärgern, denn ich gehe mal zu Silvana. Hallo? Ich. Woran liegt das denn, dass er hier so ins Stocken geraten ist, Silvana? Ja, also das ist mein Chef. Ey, ohne Spaß, ne? Besser geht's doch nicht. Besser geht's doch nicht. Ich glaube, man würde mit allem rechnen, aber nicht, dass man da einfach auf seinen Chef trifft. Das Schöne ist, er wusste es nicht, dass du hier bist. Nein. Das ist das Schöne. Nein. Als ich hier vorbeigelaufen bin, siehst du, und jetzt ärgerst du dich, Jana. Großartig. In eure Haut möchte ich nicht stecken, weil du kannst ja eigentlich deinen Chef nicht rauspassen. Das Tollste wäre, wenn ihr hier jetzt zusammenkämmt. Das wäre ja fantastisch, oder? Das wäre toll. Dein Chef ist nett, oder? Boah, ey, das wäre wirklich next level, ne? Sowas, das gäbe es auch kein zweites Mal. Wäre ganz nett. Definitiv. Was sonst noch? Jetzt übergehen. Boah, sind wir fies. Silvana, ich finde das aber sehr schön. Nimm's uns nicht übel, ne? Auf gar keinen Fall. Nein, nein, nein. Nein. Ja. Das Lachen war nicht echt, Silvana. Chloe. Ja. Also ich muss sagen, wow. Sehr, sehr schön. Das dachte ich. Ja. Die Frage ist, was möchte sie uns mit ihrem Gesichtsausdruck hier gerade sagen? Stimmt sie dem Ganzen zu oder denkt sie sich so, nee, eher nicht so. Wir haben aus
außerdem die gleiche Gürtel und für Bindepaar, was ich möchte, passt es auch. Das passt perfekt. Das ist ein Wink des Schicksals. Genau. Ich gehe mal zurück zu unserem Daddy-Material und wir schauen uns mal an, was es überhaupt auf sich hat mit deinem Geschäft und mit dir persönlich, deinem Privatleben und so weiter. Wir gucken mal. Schaut es euch an. Ist euer Mann? Lasst die Lampe an. Drückt ihr aus. Seid ihr raus. Tja, dann mal gucken, ob Silvanas Lampe noch anbleibt. Das Haus hat so circa 180 Quadratmeter. Aktuell nutze ich jeden Winkel alleine. Nee, stimmt nicht ganz. Mein Kater, der lässt mich dann auch noch hier wohnen. Okay, ich hab mich schon gewundert, ne? Oftmals gehen ja schon wirklich direkt irgendwie Lampen an, aber hier hat es jetzt bis zu der Katze oder dem Kater gedauert. Ja, irgendwie, Katzen sind da irgendwie immer nicht so beliebt. Kleiner Tipp vielleicht, wenn jemand von euch da mal mitmachen möchte und eine Katze hat, wenn ihr eure Chancen steigern wollt, dann zeigt die lieber mal nicht. Ich habe als letztes einen Pool draußen hingebaut und eine Terrasse unten noch hingebaut. Gegen den Pool spricht wiederum natürlich nichts. So rum geht nicht, so rum fällt runter. Aber man kann es ja trotzdem probieren. Ich bin Leiter einer Versicherungsagentur. Das sah aber gerade irgendwie leicht wie Silvana aus, oder nicht? Warst du das nicht im Willen? Das bist du doch mal gewesen. Ja, ja. Doch, sie war das. Okay, ey. Hä? Aber dann musste denen das doch irgendwie klar sein, oder nicht? Da bin ich jetzt ein bisschen verwirrt. Selber nicht so auf Frauen zu. Gefällt mir eine Frau. Schaffe ich es auch den ganzen Abend zu überlegen, wie ich sie so anspreche? Bis der Abend vorbei ist und ich sie nicht angesprochen habe. Ja, ich bin nicht der typische Versicherungsvertreter. Meine Kunden kennen mich eigentlich nur in Jeans und Hemd. Neben dem Beruf ist das schon Ausbauen. Wenn ich dann Wakeboarden war, dann weiß ich auch echt am nächsten Tag, was ich gemacht habe. Okay, ein paar Lampen sind auf jeden Fall noch an. Silvana, ihre natürlich auch. 17 der Ladies möchten dich treffen. In diesem Moment super, super. Ich glaube, die Katze hat irgendwie reingehauen. Ich liebe Katzen über alles. Ich habe selbst eine. Marlene, du hast auch jetzt gedrückt. Ja, es war eigentlich bei den 180 Quadratmetern eigentlich ganz geil. Und dann der Pool. Also ich dachte schon, das ist ein bisschen zu wenig. Ja. Bis dahin lief. Aber hast du schon mal 180 Quadratmeter mit zwei linken Händen geputzt? Wieso? Er hat doch die linken Hände. Genau. Und wer muss es dann putzen? Ja, aber die Damen haben nicht genau zugehört. Dann sag mal. Ich habe ja gesagt, ich habe dort alles alleine gemacht. Eigentlich habe ich zwei linke Hände, aber ich probiere gerne alles aus. Tja, selber schuld, ne? Da ist sie wohl schon raus. Ich sag ja immer, die sind zu voreilig. Ich sag, hört genau hin. Nein, die haben was mit Katze gesagt. Das geht nicht. Und auch die Angst, selber putzen zu müssen, ist doch Blödsinn. Man muss doch nicht beim anderen putzen, das ist doch Quatsch. Ne? Ich finde, du hast da echt eine tolle Seite gezeigt und ich bin gespannt, jetzt noch mehr zu sehen. Sehr gut. Hallo Silvana. Da bist du ja wieder. Hast du irgendwann schon mal darüber nachgedacht, deinen Chef zu daten? Ja, gerade eben. Ich muss ja die Frage stellen, verstehst du? Ja, ich finde ihn sehr sympathisch. Ja, sehr nett. Ich würde ihn definitiv daten, ja. Okay, da haben wir die Antwort. Ja, ich muss sagen, ich hätte ja eigentlich damit gerechnet, dass sie da irgendwie schon vielleicht früher aussteigt. Aber die Frage ist tatsächlich nur, ich bin ja immer noch skeptisch, ob die das nicht irgendwie schon erahnen konnten. Ja, die sagen natürlich nein. Ne? Könnte natürlich auch sein, dass sie extra drin geblieben ist oder vielleicht möchte sie den ja auch einfach wirklich nur daten und dann kann sie das ja auch machen. Ich helfe dir. Was macht ihr denn so im Betrieb? Was macht ihr denn in der Firma hauptsächlich? Also worum geht's am meisten? Ja, ne, um Versicherungen. Ne? Ja, das ist mir klar, aber was ist jetzt genau deine Aufgabe? Okay. Bearbeite dann die Dinge, die ich auf den Tisch gelegt bekomme. Ich bearbeite die Dinge, die ich auf den Tisch gelegt bekomme. Dann wissen wir Bescheid. So, mein Lieber, wir machen weiter. Ja, okay. Wir zeigen etwas mehr. Ja. Ja, wir schauen uns einen zweiten kleinen Film an. Hier ist er schon. Ist er euer Mann? Lasst die Lampe an, drückt ihr aus. Seid ihr raus? Das ist alles. Oh, da könnte ich mir vorstellen, Lego, das könnte vielleicht nicht so gut ankommen. Lego für Erwachsene. Tja, ne? Ihr müsst einfach nur auf mich hören. Wenn sie gerne Lego zusammenstecken möchte, kann sie das auch, kann gerne dabei helfen. Für mich ist es reine Entspannung. Zudem bin ich ein großer Fan von einer gewissen Filmreihe.
Welche das wohl sein könnte. Ja, gut, okay, die Lampe, ne, das seht ihr jetzt nicht, da bin ich davor, aber die Lampe ist noch an, die uns natürlich eigentlich als einzige interessiert, aber sind auch noch drei andere an. Du hast ein Date! Super! 3, 4. Irgendwie bei dem Lego war es irgendwie, ich weiß auch nicht, da war so ein Gewitter. Da kam so... Nicht jedermanns Sache. Nicht jedermanns Sache. Ich finde das smart, ich finde das lustig. Chloe, ich glaube, du warst die Allerschnellste. Du hast gedrückt noch... Ja. Also da war das Lego, ich glaube, eine halbe Sekunde im Bild. Warum? Das gefällt mir gar nicht. Mit also, Lego? Ja, das erschreckt mich. Ich Das erschreckt mich. Ich habe eine Ausnahme gemacht. Was erschreckt dich denn an Lego? Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Wow, Lego! Ja. Ich habe erstmal eine Ausnahme gemacht wegen dem Katze, weil ich mag nur Hunde. Ja. Und jetzt sehe ich Lego. Ja. Ja, nein. Ja, nein. Das passt nicht. Was ist denn, wenn er dir aus Lego einen Hund bastelt? Nee. Das ist so schwer. Lisa, du hast nichts gegen Lego. Nein, ich bin damit echt aufgewachsen, mit meinem älteren Bruder tatsächlich und auch Star Wars tatsächlich. Ne? Wir hatten erst eine Geburtstagsfeier mit Star Wars. Also war super cool. Und cool. Dagegen habe ich nichts. Gar kein Problem. Hier weiß ich ja, warum du nicht gedrückt hast. Man kann nicht den alten Chef rausbassern. Nein, das würde ich niemals tun. Nein, das würdest du niemals tun. Das Schöne ist, du hast jetzt den schwarzen Peter auch an ihn zurückgespielt. Ja, Eben, da bin ich mal gespannt, ne, für wen er sich entscheidet. Ihr könnt es gerne mal kommentieren, was denkt ihr? Wird er sie rausbassern oder nicht? Ich habe irgendwie das Gefühl schon, weil das muss man halt auch wollen, ne? Also mit einer Angestellten quasi ein Date haben, könnte so sein wie mit dem Lego, ne? Nicht für jeden was. Ah, ich hab so einen Spaß, sehr schön. Ja, super. Mein Lieber, jetzt wird es nämlich interessant, vor allem für dich, aber auch für die Zuschauer. Denn jetzt und für Silvana. Drehen ganz wir das besonders. Ganze ja einmal rum. Es sind 4 übrig geblieben, das heißt, 2 Damen müssen raus. Bitteschön. Das habe ich mir gedacht. Aber ich glaube, oder? Oh, okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich dachte, er täuscht einmal an, dass er sie rausbassert, geht dann weiter, aber geht dann doch nochmal zurück und bassert sie doch noch raus. Ja, der Gesichtsausdruck von ihr, der ist auf jeden Fall nicht unglücklich, glaube ich. Aber wir haben auch noch Lisa drin. Boah, für wen wird er sich entscheiden? Also, meine Vermutung trotzdem, ich glaube, er wird Lisa nehmen. Oh, so spannend war es noch nie. Oh mein Gott. 2 sind übrig geblieben. Jetzt wird's. Oh, ich liebe diese Sendung. Du planst meinen 40. Geburtstag. Was planst du und warum? Ihr plant seinen 40. Geburtstag. Lisa, für dich natürlich neu. Du hast es wahrscheinlich schon ein paar Mal gemacht. Das heißt, du hast einen kleinen Vorsprung, dann kriegst du jetzt den Vorsprung in der Antwort. Lisa, du bitte zuerst. Klar, würde ich so vorab so ein bisschen abchecken, was du so gerne magst, ne? So, was du dir vorstellst. Und dann würde ich dich tatsächlich damit komplett überraschen. Und es wird definitiv keine Enttäuschung werden. Aha. Also ich mache definitiv keine Überraschungsparty. Und es wird auch nichts Großes. Ich plane was im Familienkreis und würde dafür sorgen, dass die da sind, die du alle gern hast. Okay. Schwierig, ne? Die Entscheidung dabei jetzt waren eigentlich 2 gleichwertige Antworten. Wie gut die waren, das wird er besser beurteilen können. Das war ja quasi jetzt das Bewerbungsverfahren für das Date hier. Gucken wir mal, wer hat denn wer überzeugt? Ist natürlich schon... hat einen kleinen Wurst. Nein! Für dich, aber für uns ist es toll. Für uns ist es toll. Mach. Okay, jetzt wird's noch mal spannend. Ja, toll. Das war aber straight. Ich glaube, ich zitter mehr als ihr zwei. Das ist, mein Gott, das ist ein magischer Moment und der ist auch noch bei uns, Silvana. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll und das kommt echt selten vor, Silvana. Das ist toll, das ist so romantisch, das ist fantastisch. Du zerdrückst mir meine Hand, Silvana. Das ist deine Angestellte, ist dir das... Nein, das...
Das ist, ja, so, Entschuldigung, das war mal deine Angestellte. Das ist, wir schicken euch natürlich auch mit unserer wunderbaren Luxuslimousine zu unserem Luxusdinner. Habt einen tollen Abend. Tausendmal berührt. Ich möchte wissen, was daraus geworden ist. Viel Spaß. Boah, ey, da würde mich ja auch echt interessieren, was daraus geworden ist. Immer wenn man denkt, man hat schon alles gesehen, da kommt wieder irgendwas um die Ecke, womit man nicht gerechnet hätte. Das war's mit dem Video. War auf jeden Fall eine geile Folge. Ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen. Wenn dem so sein sollte, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich freuen. Und ansonsten sehen wir uns natürlich morgen wieder mit dem nächsten Video. Bis dahin, Freunde. Ciao. Und schickt mir ganz wichtig neue Folgen zu, bitte, ja, damit mehr Videos kommen.